Hier sehen Sie eine sehr kompakte Action-Cam. Die hat auf der Unterseite ein Stativgewinde. Man kann die also an Stativen, Klemmen aller Art befestigen mit 1/4 Zoll Gewinde. Diese Kamera hat eine Besonderheit, die hat eine Wi-Fi-Schnittstelle. Ich kann die also mit einem App, mit einem Smartphone, also Apple, iPhone oder auch Android-Handys fernsteuern. Sie hat 4 Betriebsarten, also einen Videomodus mit 720p, 1080p und Fotomodus für Einzelbilder und für Serienbilder einen Modus. Hat einen 12-Megapixel-Chip, also ich kann auch hochauflösende Fotos machen. Es ist hier eine spezielle Optik eingebaut, die für Sportkameras sinnvoll ist. Also ich habe einen Blickwinkel von 135 Grad, dass ich also das Geschehen immer festhalten kann, ohne dass die Kamera jetzt exakt auf irgendwas ausrichten muss. An der Seite haben wir hier eine Abdeckung. Da sehen wir hier oben Micro-USB-Schnittstelle zum Akkus aufladen. Hier eine Micro-HDMI-Schnittstelle. Und hier unten ist ein Micro-SD-Slot, da kann ich eine SD-Karte bis 32 GB einlegen. Die Kamera zeigt mir jetzt übers Display die Einstellung an und hier über die LED auch nochmal. Ich kann also hier jetzt durchschalten, Betriebsarten. Im eingeschalteten Zustand macht sie 720p-Videomodus. Drücke ich mal kurz drauf, dann macht sie auf 1080p. Jetzt macht sie Single-Foto-Modus und jetzt macht sie praktisch Multi-Shot-Modus. Mehrere Bilder hintereinander. Mit Mikrofon natürlich eingebaut. Hier vorne sieht man die Öffnung fürs Mikrofon. Da gibt es dann als Zubehör auch ein Unterwassergehäuse. Im Lieferumfang dabei ist so ein Cover, was man draufstecken kann, so ein Schutz von vorne gegen Spritzwasser. Die Kamera lässt jetzt also ganz bequem über eine App mit dem iPhone oder mit einem Android-Smartphone fernsteuern. Ich habe jetzt hier einen Digital-Zoom, den ich steuern kann. Ich kann wechseln zwischen Foto- und Videomodus, kann die Aufnahme starten und stoppen, kann mir per WLAN die Datei aufs Handy übertragen und kann die auch in der Community veröffentlichen, die Videos, die ich gemacht habe. Die Kamera liegt bei 179 Euro.